Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Nicoles Duftoase oder auf Nicoles Duftoase. Und ich bin die Nicole, eure unabhängige Sensi Star Beraterin und Sponsorin. Und heute soll es in dem Video um die verschiedenen Ventilatoren bei Sensi gehen. Das Herzstück von Sensi sind ja die Duftlampen mit Wachs. Und eine weitere Möglichkeit, um den Raum zu beduften oder das Auto zu beduften zum Beispiel oder dein Büro, ist das Ventilatorsystem von Sensi. Was bedeutet das jetzt? Also wir haben hier keine Wärmeentwicklung, sondern das Gerät zieht mittels eines Ventilators ganz einfach Luft. Der Ventilator dreht sich und bläst die Luft durch die Duftpots durch. Hier in diesen Pots haben wir so Duftkügelchen drinnen, die getränkt sind in einer bestimmten Duftrichtung. Wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Düfte. Von fruchtig bis Zitrus, frisch, hölzern, Bäckerei sogar. Also wirklich von jeder Duftkategorie, die ihr euch vorstellen könnt, gibt es Düfte. Vor allem riechen die sehr natürlich, langanhaltend. Man kommt hier mit einer Packung Pots, das sind dann zwei Stück drinnen, 240 Stunden lang aus. Also wir haben, ja, da hat man wirklich allerhand zum Beduften. Und vor allem hat man hier Duft auf Knopfdruck. Also das ist auch die Besonderheit des Ventilators. Also wir haben hier keine Wärmeentwicklung, Duft auf Knopfdruck, langanhaltenden, frischen, intensiven Duft. Man kann sich dann aussuchen, ob man nur einen Pot reingibt oder ob man direkt beide reingibt. Dann hat man natürlich 120 Stunden Duftzeit und nicht die 240. Denn die 120 bzw. 240 Stunden Duft beziehen sich immer, wenn man beide einzeln verwendet. Genau, das geht ganz leicht. Das ist aus Kunststoff alles, der Schirm drauf. Und dann drückt man auf den Knopf. Hier gibt es zwei verschiedene Varianten, nämlich einmal komplett ohne Licht. Und das Wifel ist mit Licht. Ich habe direkt eine Steckdose mitgebracht, um das zu demonstrieren. Man hat hier nach unten ein Licht. Das Tolle bei dem Ventilator ist, man kann den auch über Kopf, zum Beispiel im Badezimmer verwenden, je nachdem wie eure Steckdosen sind. Kann man das zum Beispiel auch einfach über Kopf und dann hat man nämlich nach oben hin zum Beispiel einen, eine Art Blumenhimmel oder Sternenhimmel, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das ist perfekt zum Beispiel auch im Kinderzimmer, wenn man so einen Nachthimmel zaubern möchte. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Variante. Das Wechseln des Dufts ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn die Duftpots nicht mehr duften, entsorgt man die einfach und besorgt sich eine neue Packung Duftpots und kann wieder ganz, ganz lange den Duft genießen. Das ist jetzt der Wandventilator für die Steckdose. Einmal das Swivel mit Licht, einmal die anderen Varianten ohne Licht. Man kann sich, wie gesagt, immer wieder aussuchen, ob ich einen oder zwei hineingebe, je nach Raumgröße und wie intensiv ich den Duft gerne haben möchte. Ja, im nächsten Video werde ich euch mehr über den Mini-Ventilator erzählen und über unser akkubetriebenes Gerät, den Sensi Go, wo man keine Steckdose braucht und man den überall hin mitnehmen möchte. Und werde euch die anderen Varianten von den Ventilatoren näher bringen und vorstellen. Bis zum nächsten Mal!